Hallo Freunde, heute erklären wir euch die häufigsten und wichtigsten Barfunk-Fehlermeldungen. Diese werden anhand eines Codes bzw. einer Zahl am Display angezeigt. Manche davon sind schnell und einfach behebbar, andere wiederum bedürfen den Tausch der betroffenen Komponente. Kommen wir nun zum Fehler bzw. Error Code 10. Dieser bedeutet Controller Overheat oder auf gut Deutsch, der Controller ist überhitzt. Dieser Fehlercode bzw. Error Code 10 erscheint, wenn die maximale Temperatur im Inneren des Motors den maximalen Schutzwert erreicht hat. Hierbei solltet ihr sofort stehen bleiben und den Motor abkühlen lassen. Ist der Motor wieder abgekühlt, könnt ihr eure Fahrt fortsetzen. Jedoch ist es empfehlenswert, einen leichteren Gang zu wählen und in der entsprechenden Pedalkadenz zu fahren, sodass der Motor nicht zu sehr beansprucht wird. Sollte der Motor bzw. Controller nicht heiß sein, aber der Fehler trotzdem auf eurem Display angezeigt werden, handelt es sich hierbei um einen Phantomfehler, welcher sehr oft mit einem Firmware-Update, vor allem beim BWS HD, behoben werden kann. Hierfür benötigt ihr zwingend ein Programmierkabel und die entsprechende Software sowie die entsprechende Firmware. Schafft das Update keine Abhilfe, liegt im Controller ein Defekt bzw. Fehler vor und hierbei hilft leider nur noch der Tausch des Controllers. Den Link zum Video findet ihr in der Videobeschreibung, wie ihr den Controller tauschen könnt. Wenn ihr das Video informationsreich fandet, lasst uns ein Like da, abonniert den Kanal für weitere Videos rund um die Reparatur und Umrüstung eures Fahrrads.